Howdy! Herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2, meine Damen und Herren. Heute werden wir uns dieses Land zu eigen machen. Ich darf vorstellen, das hier ist Arthur. Der ist Bandit, allerdings recht erfolglos. Und das ändern wir heute. Sprich mit Kutscher. Kann ich ihn einfach schlagen? Den schlagen. Oh, hey, you couldn't help me. Die Faust spannt aus, Junge! Bam, reißt er den vom Wagen, Alter! Oh, Logo, wie halt ich an? I probably would have robbed him. Well, you did. Legt er sich jetzt zum Pferd? Ist das sein Scheiß Ernst? Here we are. Wenn er sich. Home sweet home. Must be it. Looks kind of different. Oh well. There she is. My beautiful wife. What? Nein. I like what you do. Rennt die jetzt hier den Wasserfall runter? Ey, hier bleiben! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, oh! Ich hab's immer noch drauf. Hallöchen. Oh, das ist ja ein toller Laden. Wir haben $70. Ich hoffe, das reicht. Katalog durchblättern. $98. Uff. Ah, das springt ein bisschen. Oh, der ist schick, aber... Was haben wir hier? Oh! Okay, das macht einiges aus. Oh, lol. Lol. Alter. Ja, gegen das Gesetz, wa? Hä? Ich wollte helfen, Alter! Ich wollte ihn stellen! Der Polizist prügelt mich tot! Was für eine Scheiße! So eine Lüge! Meine Damen und Herren, es ist Donnerstag, der 14.11. Red Dead Redemption 2 für PC ist seit über einer Woche draußen. Und ich sehe zum ersten Mal diesen Screen. Ich habe in Red Dead Redemption 2 4 Stunden! Und ich hab's nicht gespielt! Ich bin seit 21 Jahren Gamer und spiele seit 21 Jahren PC-Spiele aller Art. Also die ganze Bandbreite. Und ich habe noch nie eine solche Scheiße erlebt. Ich konnte das Spiel nicht starten. Es gab 20 unterschiedliche Fehlermeldungen, warum Menschen dieses Spiel nicht starten konnten. Ich meine, die Leute, die das Spiel spielen konnten, die waren in der Unterzahl. Ja, das war keine laute Minderheit, die da im Internet amok läuft. Nee, das waren der Großteil der Spieler. Es gibt so viele Videos von Hardware-YouTubern, die diese Lücke erkannt haben und Videos darüber gemacht haben, wo sie erklären, wie man am besten Red Dead Redemption 2 zum Laufen bringt. Das ist so heftig. That does not look ideal. Oh weia, da muss ich mal kurz einschreiten. So geht man aber nicht mit einer Frau um. Junge, ich polier dir die Fresse. Weg mit dir. I ain't doing this with you right now. Ja, klar. Bis später, ey. Howdy. Oh, da ist aber jetzt runtergeworfen worden, oder? Eieiei. Why are you telling lies about me? No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Ist ganz schön tief da, ne? I ain't never been in Blackwater. Yes, me too. Now please pull me up. Please. Was meint ihr, wenn ich ihm auf die Finger schieße?
Fällt er dann runter oder hält er sich noch mit einer Hand fest? Er ist echt runtergefallen. Oh, Penner. Hey, Bro. Der hat keinen Arm mehr. Can't we be friends? Klar, Alter. Obdachlosen kann man immer gebrauchen. Can I hold you a second, Mister? Klar. Okay, just quickly. That felt good. Ja, war geil, mit dir geredet zu haben. Ah, mein Pferd hat keine Macken, das sind Special Features. Jawohl. So, ihr habt gesagt, bösartig und ehrenlos, rein ins F. Will you shut the hell up? Get the hell off me! Get out of here! Don't come back. Hey, one last drink. Yeah, just one more. Exactly. Doppelklang. Oh. 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 Leute, ihr solltet langsam. That's great, pardon. Lenny, where are you? Oh, fire. Da ist Lenny. Lenny, where are you? Hey, you see my friend anywhere? Sorry, I don't know. Jeder direkt am Kotzen. Sorry, I don't know. Beim letzten Mal haben wir diese doppelläufige Flinte uns besorgt. Und Junge, das ist ein Schatz. Also damit kann man Leute... No, just leave me by myself. Ja, go for it. Ne, also... No, this can't be... Die lebt? Hey! Hey, who's that? Ach du, was ist das da für ein Mist? Hey, Junge, verfall mir nicht in Panik. Ich hab da nur so ein Bienennest oder was. Oh Mist. Hab ich weggemacht. Schlage den Schuldner zusammen. Das ist meine Mission! Nochmal. Ich darf ihn nicht töten, ne? I have anything in here or out there. Yes. Jetzt suchst du einfach mal die Bude. Mach mal auf da. Das ist ein Schnappes. Guter Brand. No. Yes, 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 yes. Ja, Schnaps. What you got behind there? So, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Pisse, Junge. Ja, ich hab ihn durchschaut. Goldener Ehering. Her damit. Ja. What do we have here? Herr Polski, ich verabschiede mich jetzt. War mir angenehm, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich hoffe, die Zähne wachsen nach. Bis zum nächsten Mal. Howdy, Partner. Willkommen zurück zu Dead Red, Red Dead, Deadly Redemption 2. Dann ab zum Bergsee. Was ist jetzt los? Okay, I think we need to head right up here. Yes. Dann sind wir jetzt da. Morning, Arthur. How's that horse treating you? So far, so good. Also ich würde sagen, aufteilen ist ziemlich dumm, weil das ist nie gut. In keinem Szenario ist aufteilen jemals gut, deswegen benutzt man einen Köder. Let's be here. Fine by me. Let's leave the bag over there. Hä? Ich hab gesagt, wir... Was hier? Ich hab gesagt, wir teilen uns nicht auf. Bekleidungssets. LOL! Howdy, Partner! Scheiße. So, kann ich jetzt hier mal entspannt? Ey!
Ich komme nicht mal zum Anmoderieren. Hier passiert so viel Scheiße. Na gut, reiten wir weiter. Ja, schön weggerammt, Alter. Wie auf A1. Ich renne. Ich renne einfach. Falco, komm her, Mann! Lass mich nicht im Stich, Bruder! Hör! Ja. Ey! Komm sofort her. Junge! Lass mich aufsteigen! Gib doch Gas! Also, das war aber... Oh, shit! Howdy, Partner! So tief ist das nicht. Jetzt stell dich nicht so an. Jawohl. Oh oh. Ich höre einen Zug. Natürlich kommt ein Zug! Der steckt fest! Ich muss Sachen machen! Oh mein Gott, das habe ich nicht gecheckt! Ich habe das rechts unten gar nicht gesehen! Okay, den Tipp mache ich nicht nochmal. Komm mal her. So, und jetzt reiten wir ein bisschen, ne? Was wolltest du sagen? Ich verstehe dich so schlecht. Oh, er hebt ab. Wir machen Drachen steigen. Such auf dem Boot nach Sean. Wir suchen mal auf dem Boot. 1, 2, 3. Wir suchen einen Gefangenen. Nee, es kann keiner von denen sein. Scheiße. Da ist das Schiff! Das ist meine Zukunft. Okay, ich bin, glaube ich, fertig. Hautrötung, Alkoholiker. Warum ist das Spiel so? One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a Alter, was labern die? Make yourself at home, it is. Alter. Oh, ist das langatmigste, was ich jemals gehört habe. Es ist genauso wie bei GTA Online. Alter, ja. Erstmal 2 Stunden alleine spielen. Ich schieß mir die Großhirnrinde raus. Warte mal, hier kommen Leute rein. Audi. Hey, hier ist besetzt. Stell dich das so an. Max, eine Möglichkeit. Hier. Lass die abknallen. Jo, ich hab gesagt, hier ist besetzt, Fräulein. Ich mach vor Frauen nicht halt. Ihr setzt euch nicht zu uns! Du erschießt die instant beide. Ja, ich hab gesagt, hier ist besetzt. Nein! Befreie dich schnell, schnell, schnell! Also ich schwöre dir, das ist die dümmste Kackmechanik, die ich je in einem Videospiel gesehen habe! Ihr seid einfach so die größten Spezialisten der Welt, ist es nicht wahr? Ihr wurde von dieser Kopfgeldjägerin mit einem verstärkten Lasso gefesselt. Das verstärkte Lasso lässt sich nicht einfach so lösen, dauert dementsprechend länger zu entfesseln. Allerdings kann man einfach unten rechts auf F drücken für aufgeben, um zu respawnen. Es ist... ich geb's auf. Also Sterzig hatte irgendwie auch so ein Problem. Ich musste ihm erstmal den Teufel austreiben. Das war auch sehr heftig. Geht's? Der geht nicht runter. Ich hab dich gleich. Hä? Ah! 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 Was machst du? Beruhig dich! Ah! Ich krieg den, ich krieg den. Ah! Ich hab's! In Nomini Patri, in Silikon. So, und dann haben wir eine Hauptkanalaufnahme gemacht für meinen Kanal hier. Die war aber im Arsch, weil da hat der Sound gefehlt. Wir haben lediglich noch die Sicht von Sterzig, wo Sound ist. Ich würde sagen, weil es echt schade ist, 2 Stunden für den Arsch. Da ist so viel Kacke passiert. Hier die besten 10. Auf mich wird du schießt auf mich! Messi, ey! Raus aus dem Studio!
Tim hat auf dich geschossen. Tim hat sich hier hingesetzt. Dieser... Wieso hast du eigentlich... Hast du das gesehen? Hast du das gerade gesehen? Ja, ich habe richtig verwirrt geguckt, so, hä? Er ist einfach voll gegen die Wand geflogen und gestorben. Er ist neben uns richtig entspannt gegen die Wand gesegelt. Es hat auch kein Geräusch gemacht irgendwie. Nö. Er ist dann einfach umgekippt und gestorben. Konserven. Ich habe gehört, es kam ein neuer Patch. Und dieser Patch beinhaltet, genau, dass die Bohnen reduziert sind. Dosen Erdbeeren, Dosen Lachs. Oh, lecker, schmackhaft. Bohnen. Ja, aber sicher, dass die reduziert sind? Jo, aber das ist doch nicht reduziert. Die sind doch fast so mit am teuersten hier. Es würde da doch stehen, oder? Dass sie im Angebot sind. Ich habe so das Gefühl, die wollen uns verarschen, Henno. Jo, Leon, also ich bin stinksauer, bin ich ganz ehrlich. Ich war gerade mit Sterzig hier 2 Stunden in der Aufnahme und die Bohnen waren überhaupt nicht reduziert, wie du gesagt hast. Wann, ja. Wann soll denn dieser dämliche Patch gewesen sein? Ich bin stinksauer, Leon. Ich auch. Ja, also weißt du überhaupt, wie viel wir jetzt dafür jagen mussten, um uns diese schmackhaften Bohnen zu leisten zu können? So, das sind mindestens 4 Hasen, oder nicht? Ja, mindestens. Also wir waren 2 Stunden unterwegs, Leon. 2 Stunden. Beleidige ihn, Henno. Mach ihn fertig. Ja, also Leon, du stinkst.